Beim Begriff Fata Morgana denkt man zuerst immer gleich an die Wüste. Dabei ist eine Fata Morgana eine relativ alltägliche Erscheinung. Was ist sie aber genau und wie kommt sie zustande? Was ist der Unterschied zwischen einer Fata Morgana und einer Halluzination? Und welcher Zusammenhang besteht zwischen einer Fata Morgana und der Datenübertragung durch Glasfaserkabel? Licht hat eine Geschwindigkeit von etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das sind etwa 1 Milliarde km/h. Das ist unfassbar schnell. In diesem Tempo kommt das Licht fast 8-mal in einer Sekunde um die ganze Erde. Dieses Tempo gilt aber nur für das Vakuum. Wenn Licht in ein Medium eintritt, dann wird es abgebremst. In dieser Tabelle hier sind die exakten Werte eingetragen, damit man auch die winzigen Unterschiede sehen kann. Im Vakuum hat Licht eine Geschwindigkeit von 299.792 Kilometern pro Sekunde. Bereits in Luft wird das Licht ein bisschen abgebremst, wobei in kalter Luft die Geschwindigkeit einen winzigen Tick geringer ist als in warmer Luft. Und diesen Unterschied im Tempo zwischen kalter und warmer Luft werden wir gleich für die Erklärung der Fata Morgana brauchen. In Wasser und Glas sinkt die Geschwindigkeit ziemlich stark ab. Die Zahlen in den letzten beiden Zeilen sind aber nur als Richtwerte zu sehen. Erstens mal hängt die Geschwindigkeit von der jeweiligen Lichtfarbe ab und zweitens gibt es verschiedene Sorten von Glas. Durch diesen Geschwindigkeitsunterschied kommt es zur Brechung, wenn Licht schräg auf ein anderes Medium trifft. Sehen wir uns dazu einen Lichtstrahl an, der durch eine Glasplatte läuft. Wenn er in das Glas eindringt, wird er zum Lot gebrochen. Wenn er aus dem Glas austritt, vom Lot. Wie die Brechung erfolgt, kann man sich mit einer Eselsbrücke sehr leicht merken. Nehmen wir dazu an, dass eine Menschengruppe eingehakt schräg von Asphalt in Matsch geht, also in ein langsameres Medium. Wenn die erste Person auf den Matsch trifft, wird sie gebremst und dadurch dreht sich die Gruppe. Und zwar so lang, bis auch die letzte Person im Matsch ist und somit alle gleich langsam gehen. Das entspricht einer Brechung zum Lot. Wenn die Gruppe vom Matsch auf den Asphalt kommt, ist es genau umgekehrt. Die Person am Asphalt kann jetzt schneller gehen und die Gruppe schwenkt in die andere Richtung. Das entspricht einer Brechung vom Lot. Und diesen zweiten Fall, dass Licht von einem langsameren Medium in ein schnelleres übertritt, den brauchen wir für die Erklärung der Fata Morgana. Was passiert, wenn ich mit einer Taschenlampe aus Wasser in Luft leuchte, also von einem langsameren Medium in ein schnelleres? Ein Teil des Lichts wird an der Oberfläche reflektiert. Wir interessieren uns aber für den Teil, der an der Oberfläche gebrochen wird. Je flacher ich zur Wasseroberfläche leuchte, je größer also der Winkel zum Lot wird, desto stärker wird der Lichtstrahl gebrochen. Bei einem bestimmten Winkel, dem sogenannten Grenzwinkel, ist der Knick so stark, dass der gebrochene Strahl parallel zur Wasseroberfläche läuft. Mehr Knick geht natürlich nicht. Wenn der Lichtstrahl noch flacher auftrifft, wird dadurch das ganze Licht ins Wasser zurückreflektiert. Und diesen Effekt nennt man Totalreflexion. Wenn Licht von einem langsameren Medium in ein schnelleres übertritt und der Grenzwinkel wird überschritten, dann kommt es immer zur Totalreflexion. Wenn ich daher schräg von unten gegen eine Wasseroberfläche schaue, dann wirkt diese immer wie ein Spiegel, wie man an diesen Bildern hier eindrucksvoll erkennen kann. Und damit kommen wir zur Fata Morgana. Normalerweise ist die Luftdichte in Bodennähe überall gleich groß. Wenn sich aber der Boden sehr stark aufheizt, dann entsteht eine heiße Luftschicht in Bodennähe und die hat eine geringere Dichte als die darüberliegende, kühlere Luft. Die Lichtstrahlen dieser Palme da kommen also vom langsameren Medium ins schnellere. Wenn der Grenzwinkel überschritten wird, kommt es zur Totalreflexion. Für uns wirkt es dann so, als würde die ganze Szenerie auf einem riesigen Spiegel stehen und der Boden wirkt irgendwie nass. Weil die Reflexion an einer Luftschicht erfolgt, spricht man auch von einer Luftspiegelung. Weil der Geschwindigkeitsunterschied in warmer und kalter Luft nur minimal ist, müssen die Lichtstrahlen sehr flach auftreffen, um total reflektiert zu werden. Das Bild hier ist also nur eine Idealisierung. In Wirklichkeit müsste die Palme viel, viel weiter weg sein, damit die Strahlen flach genug auftreffen, um total reflektiert zu werden.
Für eine Fata Morgana braucht man also eine lange, flache Strecke und die pralle Sonne. Die Wüste ist daher prädestiniert dafür. Aber auch über dem Wasser kann eine Fata Morgana entstehen. Am häufigsten kommt sie im Sommer auf einer langen, geraden Straße vor. Weil die Lichtstrahlen sehr flach einfallen müssen, ist die vermeintliche nasse Stelle immer sehr weit entfernt und sie verschwindet, wenn man näher kommt. Eine Fata Morgana ist keine Halluzination, sie ist real. Alle können sie sehen und man kann sie fotografieren. Aber das vermeintliche Wasser verschwindet, wenn man näher kommt, was vor allem in der Wüste sehr bitter ist. Vielleicht kommt daher die falsche Assoziation mit der Halluzination. Luftspiegelungen sind eine sehr faszinierende Sache, aber für unser Leben nicht wirklich von Bedeutung. Es gibt aber eine Alltagstechnik, bei der die Totalreflexion eine große Rolle spielt und die für uns sehr, sehr wichtig ist. Nämlich das Internet. Dabei werden Lichtpulse über Glasfaserkabeln im Boden übertragen. Die Lichtstrahlen sind durch Totalreflexion quasi in den Glasfasern eingesperrt, auch wenn diese eine Kurve machen. Fata Morgana und Datenübertragung durch Glasfasern basieren auf demselben Effekt, nämlich auf der Totalreflexion.